Happy 420 und dieses Jahr sogar noch besser, Happy Cannabis-Legalisierung. Seit dem 1. April ist Cannabis in Deutschland legal. Endlich wird hier auf Vernunft statt auf wirkungslose Kriminalisierung gesetzt. Konsumiert wird ohnehin. Mit der Legalisierung wird der illegale Handel endlich ausgetrocknet. So geht Jugendschutz. Bye-bye, gesundheitsschädliche Schrecksubstanzen. Aber wo kann man das kaufen? Wie viel Gramm geht? Kann man auch aus Holland mitbringen? Und was kostet der Bums eigentlich? Auf all diese Fragen rund um die Legalisierung, hier unsere Antworten, und zwar im Schnelldurchlauf. Wie viel Gras darf ich mit mir führen? Draußen darfst du mit bis zu 25 Gramm unterwegs sein, zu Hause dürfen bis zu 50 Gramm gelagert werden. Wo kann man Gras legal kaufen? In Cannabis-Clubs kannst du als Mitglied Gras legal beziehen. Bis zu 500 Mitglieder kann einer dieser Clubs haben. Neben dem privaten Anbau sind sie die einzig legale Bezugsquelle. Wie viel kostet das legale Gras dann? Dazu lässt sich so pauschal nichts wirklich sagen. Erste Cannabis-Clubs gehen von einem Preis von rund 4 Euro pro Gramm aus, andere schätzen mit etwa 70 Euro für monatlich 10 Gramm. Wie viel die Mitglieder am Ende für ihr Gras zahlen müssen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise davon, wie teuer die Miete für Vereinsräume und Anbaufläche ist. Wie sieht's mit dem Eigenanbau aus? Wem so eine Cannabis-Club-Mitgliedschaft zu umständlich ist, kann selber anbauen. Die Samen und Stecklinge dafür bekommst du in einem Cannabis-Club, auch ohne Mitglied zu sein. Diese Regel tritt ab 1. Juli in Kraft. Aber aufgepasst! Geerntet werden darf nur zum Eigenkonsum, nicht zur Weitergabe an andere. Darf man jetzt Gras aus Holland mitbringen? Das ist immer noch verboten. Was also nicht geht, ist, das Gras im niederländischen Coffeeshop zu kaufen und hierher mitzubringen. Disclaimer: Das alles gilt natürlich nur für Erwachsene. Für Jugendliche unter 18 ist der Besitz, Kauf und Anbau weiterhin verboten. Und das ist auch gut so. Und? Konnten wir deine Frage zur Cannabis-Legalisierung schon aufklären? Falls nicht, ab damit in die Kommentare.